Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mann, 2018 war echt ein Scheißjahr. Das war's von mir. Tschö. Was? Das reicht nicht als Neujahrsansprache? Also gut. 2019 kann eigentlich nur besser werden. War echt kein tolles Jahr. In der Politik gab es viele Abschiede und die machen mir eigentlich immer Spaß. Aber 2018 wurde wirklich jeder Politiker durch einen noch schlimmeren ersetzt. Martin Schulz durch Andrea Nahles, Seehofer durch Söder, Angela Merkel durch AKK. So kann ich nicht arbeiten. Soll ich mich jetzt über Kramp-Karrenbauer aufregen? Die ist so langweilig. Ich kann mich über die nicht aufregen. Und Seehofer, den ich echt gern komplett verabschiedet hätte, bleibt Innenminister. Er kann einfach nicht gehen, solange Merkel noch da ist. Er hält es auch im neuen Jahr mit Luther. Selbst wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch Angela Merkel die Bremsschläuche durchschneiden. Und Diesel? Diesel kann man bald auch nicht mehr fahren. Kleiner Tipp für den Jahreswechsel. Ich habe an meinem Diesel eine genial einfache und billige Hardware-Nachrüstung vorgenommen, mit der ich die Emissionen auf Null senke. Ich habe die Karre angezündet. Aber keine Angst, aus Umweltschutzgründen natürlich nicht in meinem Garten, sondern im Garten von Andreas Scheuer. Was mich echt gefreut hat, Hans-Georg Maaßen wurde als Chef gefeuert. Jetzt ist unser Geheimdienst bestimmt weniger rechts. Der war gut. Und was war das bitteschön für ein Kackwetter? Hochwasser im Januar, Niedrigwasser im Herbst. Und diese Hitze. Mir ist dieses Jahr klar geworden, wie schlimm die Folgen des Klimawandels jetzt schon sind. Renate ist die ganze Zeit im Bikini durch den Garten getanzt. Wir müssen dringend handeln. Und was war noch? Ach ja. Der Wolf ist wieder da. Wild lebende Wölfe besiedeln Niedersachsen und alle kriegen Panik. Ein Wolf! Mein Gott, jetzt kriegt euch mal wieder ein, ihr Hosenscheißer. Ein paar Wölfe, na und? Lasst doch der Natur mal ihren Lauf. Verdammt. Wer hat die Tür zum Studio aufgelassen? Frohes neues Jahr. Scheiße.